Wisst ihr noch, Agenda 2010, unser großes Opfer für die zukünftigen Generationen, für den Erhalt des Kosmos? Nun, wo ist das Geld geblieben? Chantal, komm her und mach's dir gemütlich, wir tun uns ein wenig am Shampoos gütlich, denn heute haben wir etwas zu feiern, komm näher zu mir. Spiel mir an den Füßen und mach's auch ein bisschen zwischen den Zehen, dann erzähl ich dir was von Agenda 10, wie wir das verblödete Volk abgezogen haben, bis dass sich die Balken bogen. Es gibt nicht nur Typen wie mich, die Gewinner, sondern leider auch immer noch viel zu viel Spinner, die andauernd nur die Umwelt beschützen und uns ansonsten nicht allzu viel nützen. Wir haben uns gedacht, man bräuchte nur eben den störrischen Eseln ihren Zucker zu geben. Dann fressen sie artig aus unseren Händen und scheißen Dukaten mit ihren Lenden. Denen haben wir gesagt, wir tun was für Kinder, für die Enkel, die Alten, die Kranken, die Inder, für die Nachhaltigkeit und für besseres Klima. Ich glaube, die fanden das wirklich ganz prima. Da kamen uns manche Flutkatastrophen in den ärmeren Ländern grad wie gerufen. Wir haben uns heimlich ins Fäustchen gelacht und den Leuten ein schlechtes Gewissen gemacht. Die glauben jetzt allen Ernstes Soli zu üben, wenn sie die Penunzen uns rüberschieben. Das Moos dieser kleinen Leute, heute Hammers aufnummern konnten, auf den Bahamas. Ludmilla, komm, trink mit mir auf unser Wohl, auf Münte und Merkel, auf Harz und den Kohl. Lola, du Ferkel, nein, lass das jetzt sein, du saust mir alles mit Shampoos ein.